Hallo du, wir sind wieder zurück in Sims 3. Ja, willkommen. Dafür, dass Joachim ja eigentlich ein Einzelgänger ist, hat er doch ein ziemlich volles Haus, war. Ich weiß nicht, du. Wieso ruckelt das hier? Was ruckelt denn da jetzt? Das ist aber nicht schön. 156 haben wir bekommen. Das ist für unser Gehalt. Das ist jetzt nicht die Welt, aber na gut. Da geht er nach Hause. Fährt nach Hause, vielmehr. Komisch. Wir gehen nach Hause und der Eiswagen kommt auch. Sehr verdächtig. So, machen wir mal langsamer, damit der Tag nicht so schnell vergeht. So, volles Haus, ja. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Oh, kaputt machen können sie es, aber reparieren kann es keiner. Toll. Die ruinieren uns das Haus hier. So, 1, 2, 3, 4 Betten haben wir da. Wir könnten da auch noch eins hinstellen, ein fünftes. Aber wir wollen mal nicht hier weit reiten, ne? Wir wollen erstmal die große Kohle machen, soweit es möglich ist. Später können wir die dann alle wieder rauswerfen. Also, wir können sie ja nicht steuern. Ah, naja, jetzt räumen sie aber auf. Wir sind noch nicht so gut in Reparieren. Das wird sich noch zeigen. Ja, ich bin echt gespannt hier. Wir haben noch ganz viel vor mit Sims 3. Ich will noch verschiedene Sachen ausprobieren. Das könnte ich sowieso machen. Ich könnte ja sowieso verschiedene Projekte mit einem Spiel laufen lassen. Das geht ja auch. Das wäre doch auch mal eine Idee. Ja, was ist, wenn wir die Schule besuchen wollen? Können wir irgendwas mit denen anstellen? Vielleicht können wir ja auch mal uns eine Frau hier aussuchen, mit der wir zusammenbleiben wollen. Vielleicht sie. Ich kann sie gar nicht steuern, oder? Ich mache mal noch langsamer. Die bewegt mich. Bewegt mir sich zu viel. Freundlich begrüßen. Wo geht er denn hin? Wegschicken? Nein, brauchen wir nicht. Wollen wir sie mal kennenlernen? Oh, ist das schön. Wieso habe ich jetzt gerade keine Musik mehr? Ah, jetzt. Komisch. Da war gar nichts mehr zu hören. Na, jetzt lernen wir uns langsam kennen hier. Vielleicht wird es ja unsere Frau. Wer weiß denn, bleibt sie gleich hier im Haus. Ekliges Video zeigen? Nee, machen wir nicht. Was man hier alles machen kann, krass. Kennenlernen, genau. Lass uns das alles mal machen. Ob sie schon flirten will? Ich glaube nicht. Dafür ist das hier zu wenig. Die Beliebtheit. Fragen wir sie einfach mal, ob sie Single ist. Der Fernseher ist auch kaputt. Ach ja. Machen wir mal ein bisschen schneller. Was haben wir denn hier? Soziales Netzwerk kennenlernen. Gut. Ja, doch, das sieht gut aus im Moment. Wir können sie noch ein bisschen ausfragen oder so. Pflicht einfordern? Ja. Sozial? Mal sehen, gefällt ihm da ihr das? Nee, sie will das nicht. Na gut, dann eben nicht. Ist noch zu früh. Dann nochmal lustig.
gemein irgendwie kennenlernen vielleicht nochmal oder sowas. Gemein, sozial, romantisch. Alles noch zu früh, scheinbar. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir stinken schon. Das kommt dann auch nicht gerade gut. Hier ist ja alles kaputt, das gibt's ja nicht. Ich muss trotzdem backen, bevor die abhaut, bevor sie hier auszieht. Sonst war das nämlich alles umsonst. Sozial? Oh, da schlafen sie. 0:30 Uhr. Unten ist alles kaputt. Klasse. Reparieren können wir nicht mehr. Wir müssen auch schlafen gehen. Gehen wir erst mal schnell baden und dann schlafen, wa? So können wir ja nicht zur Arbeit gehen. Ach nee, du, die ganze Nacht schlagen wir uns um die Ohren. Guckt euch das mal. Das geht nicht. Wir müssen einfach schlafen. So geht er nicht zur Arbeit. Das wird nichts mit dem Reparieren da. Irgendwie haben wir sehr wenig Zeit hier immer, ne? Ich habe immer das Gefühl, es ist schnell vorbei hier mit der Uhrzeit, mit der Zeit überhaupt. Ich bin gespannt, ob das mit der Playlist dahin haut. Das ist eine andere Playlist, eine neue. Mal sehen, wie weit das funktioniert. Wir müssen aufstehen. Musst reparieren, musst eigentlich duschen und so weiter. Ich weiß gar nicht, die Zeit haben wir eigentlich nicht. Essen wirst du sowieso nicht schaffen. Handwerker rufen können wir uns nicht leisten. Oh, das dauert zu lange. Wir werden so stinkend zur Arbeit gehen müssen. Schlecht, ganz schlecht. Alles kaputt, der Fernseher ist kaputt und... Na komm, das könntest du noch schaffen. Ja, eine Stufe weiter. Und dann schnell ein Bad nehmen, dass du wenigstens das auf die Reihe hast. Ja, alle Geräte sind kaputt. Energie ist immer noch ganz schlecht. Ach, da muss sowieso zur Arbeit, kannst vergessen. Oder? Oder brauche ich heute gar nicht, dann hätte ich ja echt Glück. Wo ist denn das? Nee, wir haben frei. Samstag und Sonntag frei. Das ist ja gut, da können wir ja reparieren. Och, dann können wir uns ja erholen. Das passt ja. Da können wir noch weiter rumbackern und so. Dann haben wir ja noch einiges, was wir machen können. Vielleicht haben wir ja Glück. Und überreden sie, zu bleiben. Die Rechnung. Oh je, wo ist die denn? Jetzt bezahlen. Lieber bezahlen gehen, ja. Auch nicht schlecht mit ihr hier, dass sie hier bleibt. Sinja. Sinja. Und... dass sie da bleibt und wie gesagt, die gehen dann später studieren oder sowas. Wäre auch interessant.
gemein, lustig, freundlich. Machen wir mal was Freundliches. Freundlich. Oh, Minuspunkte. Über Filme reden. Schocker. Plaudern. Ja, ist fast voll da oben. Kann nicht mehr lange dauern. Hat er schon wieder was kaputt gemacht da, oder was? Ah, wir schaffen es. Wo geht sie denn hin? Nein, sie geht ja weg. Sie geht arbeiten oder so. Scheinbar. Na gut, dann machen wir erstmal sauber. Ja, wer es nicht weiß, das sind Lara Croft Lieder. Lara Croft Tomb Raider. Verwende Computer oder das Smartphone, um dich an Universität einzuschreiben. Ja, das machen wir noch. Dann sind wir ja weg, wenn wir das machen. Schade, ist die einfach abgehauen. Ob die jemals wiederkommt? Vielleicht ist sie auch für ganz weg. Schade. Das sollte aber nicht sein. Jetzt haben wir das Wochenende frei. Und dann sowas. Energie ist vollkommen verbraucht. Wir gehen schlafen. Ja, dann pennen wir mal. Oh. Ist schon aufregend. Im Moment aber auch sehr stressig, weil wir ewig am Reparieren sind. Aber wäre schon klasse, war so Häuser vermieten und so hätte ich schon was. Das gibt's, glaube ich, bei Sims 3. Sims 4 gibt's das, glaube ich, nicht. Aber da kannst du ja echt Geld mitmachen, Mann. Dann hast du ausgesorgt. Gehst du noch hin, reparierst oder stellst einen Hausmeister ein und machst dir einen Bunten mit dem ganzen Geld. Das wär's doch. Aber ich fürchte... Ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Sie ist wieder da. Langsamer stellen. Die ist so fleißig, als wenn sie ihre Wohnung wäre. Klasse. Klasse, klasse, klasse. So ein bisschen aufstehen. Wieso wegschicken? Ich will sie nicht wegschicken. Lass uns mal wieder vernünftig reden. Ist wieder alles. Ah, jetzt geht's. Guck mal, wie sie sauber macht und so. Krass. Das könnte die richtige Frau sein für ihn. Für Joachim. Dann wollen wir nochmal reden. Das machen wir später mit dem Reparieren da. Komm, geh mal hin zu ihr. Was hat sie denn? So, da stinken wir doch gar nicht. Joker, Tratschen. Lustiges Video zeigen. Machen wir sowas nochmal von mir aus. Ob das jetzt geht mit den Platten? Einmal ausprobieren. Weiß jetzt nicht, ob das klappt, aber... Ja, ist fast voll, das Grüne, ne? Das fehlt nicht mehr. Da fehlt nicht mehr viel. Ah, das sieht gut aus.
Jongi Nurgta. Zoop. Talu. Or Dorothy Deepathal. Marja Sandiata. Wow, es klappt. Die erste Kuss. Nein, sie will noch nicht. Na gut, dann flirten wir noch ein bisschen. Auch nicht? Upsi, wir müssen ein bisschen zurückschrauben. Nach Tag fragen. Die passt auch irgendwie zu ihm, das ist ja auch noch das. Fragen wir euch nochmal. Ja, oder ein Tratschen? Lustig. Rizzy. Hey! Neb? Quinzel Nevar, Zork, plus the Zoom, Lobby Nord, Lobby. Die ist ganz schön hartnäckig. Warpy, Orgaza King of Gosh! Keen, Madonna. Now, what do you need? Atomism. Awanadi Dur. Versuchen wir mal noch ein bisschen zu flirten. Ja, es klappt. Na wie, ja doch, das sieht gut aus, jetzt scheint es zu klappen. Nee, das wird jetzt nicht, das ist ja schon voll die Anmache. Da haben wir sie schon fast umgewandt damit. Machen wir mal ein schönes Foto. Händchen halten. Eieieiei, es funktioniert. Es gefällt ihr. Die sollen sich nicht aufregen, ich habe zu tun hier. Wie kriegst du dazu, dass er jetzt bleibt? Da geht's ja weg. Es kann ja sein, dass der nächsten Tag schon weggeht. Hör auf zu schimpfen, ist egal, dass du müde bist. Er ist noch schimpfen. Er schimpft immer noch, er steht da oben rum. Ach. Nein! Toll, da können wir auch schlafen gehen. Da ist er schon wieder aufgestanden. Händchen halten, schüchtern. Kompliment. Kein Bock mehr. Die ist am Schlafen, glaube ich. Ja, die können wir vergessen erstmal. Dann gehen wir auch schlafen. Gut, dass wir so schlafen können. Das ging nicht überall. Im zweiten, glaube ich, ging das nicht. Da wäre jetzt aufgestanden, hätte er geschimpft, weil die alle da rumrennen und so.
Energie lädt sich aber ganz langsam auf. Da braucht er ja 2 Tage zum Ausschlafen. Da. Liegt das daran, dass er so viel gestört wird, oder was? Da ist sie schon wieder. Gut, dann steht er mal auf. Und repariert das mal. So. Wie kriegen wir sie dazu, dass sie bleibt? Das ist ja unser Ziel. Baby machen? So weit sind wir noch gar nicht. Wir müssen hier erstmal gucken, dass wir zusammenbleiben. Nee, warte mal. Spezial? Gut. Der kommt aber auch nicht raus aus der Wanne, da muss man immer nachhelfen. Sie geht ja schon wieder schlafen, schon wieder weg. Kann man nicht irgendwas machen, heiraten oder was weiß ich, dass sie zusammenbleiben? Feste Beziehung vorschlagen, da haben wir es ja schon. Ach, das kann er später machen. Mit dem Essen da. Oh nein, jetzt ist wieder alles weg. Das gibt's doch nicht. Der hat ganz schlechte Werte, so muss er... So muss er dann zur Arbeit gehen. Wo ist denn das feste Beziehung? Wieder weg, toll. Spezial, familienbewusst? Nee, kein Baby mehr. Wo ist denn das? Schade, ist wieder weg. Feste Beziehung vorschlagen, das wär's ja. Dann kann sein, dass ich sie schon fast drin habe hier in meinem Inventar, sag ich mal. Da kommt feste Beziehung vorschlagen. Da war schon, war es stand eben was mit Beziehung. Ja, das müssen wir machen. Na komm. Na komm, halt durch, Mädel. Ja.
Ja, es hat geklappt. Heiratsantrag machen. Genau. Kann ja alles sein, dass sie nächsten Tag auszieht oder so. Ich habe ja keine Kontrolle über sie. Sie kann ja machen, was sie will, in dem Sinn. Mann, die ist toll, die passt zu ihm, muss ich ehrlich sagen. Die ist häuslich, die macht die Wohnung da sauber, obwohl es ihr gar nicht gehört alles. Und sie ist sehr, sehr sauber und toll einfach nur. Hammer. Die passt. Hat's geklappt? Herzlichen Glückwunsch. Sie sind verlobt. Wir können eine Hochzeit planen. Hochzeit im kleinen Kreis feiern. Genau. So schnell geht das. Sie sind verheiratet, da müsste ich gleich Zugriff haben auf sie. Nichts mehr mit allein sein, einsam und so. Einsam und glücklich. Die sind jetzt verheiratet. Tada. Und schon kann ich auf sie zugreifen. Ja, die beiden gehören jetzt zusammen. Wie klasse. Ja, das musste ich machen. Das war jetzt ein Eiltempo, aber das musste einfach sein. Es wäre schade gewesen, wenn sie ausgezogen wäre. Sie passt so schön zu ihm. So, gehen sie beide mal schlafen. Obwohl schon wieder morgens gleich ist. Jetzt können die beiden zusammen pennen und könnte ich oben noch jemanden einziehen lassen, ein bisschen Geld machen. Und sie kann dann auch sich einen Job suchen. Hm, vielleicht gehen die beiden auch studieren. Das wird jetzt noch richtig toll werden. Vielleicht schaffen sie sich auch bald ein Pferd an. Was? Stell dich nicht so an. Er kommt da nicht hin, ne? Na gut, dann gucken wir mal. Umschalten? Oder, nee, ich kann das Bett nicht verschieben. Wenn jemand drin schläft. Ja, das ist das Problem. Das geht ja heutzutage, in heutigen Teilen. Ja, er kommt da nicht hin. Naja, gut, okay, dann schläft er eben jetzt nochmal woanders. Das ist ja kein Problem. Da muss er eben nach oben gehen. Sind ja genug Betten da. Da braucht er sich gar nicht aufregen. Gut. Jetzt haben wir Montag. Er ist total kaputt und fertig und überhaupt. Ganz schlechte Werte hat er. Das kommt dann gar nicht so gut. Aber ein Pferd brauchen wir uns noch gar nicht anschaffen, wenn wir vorhaben zu studieren. Das sollten wir auch gleich machen. Wir schreiben uns beide ein. Und dann sind wir weg. Würde ich mal sagen, machen wir mal langsamer. So, dein Handy. Wo hast du das? Dann gucken wir mal, wo wir uns einschreiben. Smartphone. Wir machen das jetzt mal. Wir werden einfach... Wir sind noch ziemlich jung, glaube ich. Hoffe ich. Das gucken wir mal kurz. Wo sehen wir das? Wie alt die sind. Was? In 4 Tagen wird sie alt? Was habe ich denn da für eine ausgesucht? Junge Erwachsene? Normale Erwachsene. Die ist ja auch schon älter. Naja, egal. Wir schreiben uns jetzt ein und studieren. Einfach mal. Wie geht das? Smartphone? Immobilien, Jobs, Angebote, Kameras, Sims, soziale Netzwerke, Universität einschreiben, genau. Und das macht er auch? Ne, er ist oben. Er schläft auch noch. Smartphone. In Universität einschreiben. So, machen wir weiter. Wenn man das Haus jetzt verkaufen könnte, das wäre klar, vermieten könnte nebenbei, das wäre klasse. Telefon. Ich glaube, wir müssten eigentlich mal aufhören. Normalerweise mit der Aufnahme.
So, sie steht auch auf. Gut. Tomaten, hä? Gefüllte Tomaten. Aus Drang hat ein rücksichtsloser Koch die Tomaten schreien einfach so in die Toilette damit gespült, hä? Wie auch und? Gibt's eine dicke Belohnung, wenn man Erfolg hat? Hm. Nee, wollen wir eigentlich gar nicht. Wir rufen ihn jetzt an. Und dann verschwinden wir. Oder? Dann geht man doch gleich. Gut. Das ist es jetzt. Die Sims. Berechtigte Sims im Haushalt. Sie auch. Oder sie bleibt zu Hause. Aber das kostet viel Geld. 1200 habe ich gar nicht. Na gut, dann geht er erstmal. Sie bleibt. Nee, sie geht. Wie denn jetzt so? Nee, sie bleibt zu Hause. Sie ist sowieso schon ein bisschen älter. Lassen wir ihn nur gehen. Abschluss. Fortschritt von 48 Punkte. Ein Semester? Zwei Semester. Jedes Semester dauert eine Woche. Ach so, okay. Kann ich aber nicht machen aus irgendeinem Grund. Kann ich auch nicht machen? Wieso, was ist denn jetzt los? Wenn ich das so mache, geht auch nicht. Okay, dann machen wir das so. Eine Woche. Er studiert Wirtschaft, genau. Dann ist ja auch genau das, was er gerne möchte. Oh, na, er kommt ja wieder. Und dann... Nein, nicht Rechnung nehmen, Rechnung bezahlen. So, jetzt gehen wir in die Universität und das werden wir in der nächsten Aufnahme sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn nicht ein Dislike. Schreibt doch mal was in die Kommentare rein, so ein paar Tipps und so weiter. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst doch mal ein Abo da. Bis zu meinen anderen Videos. Tschö mit Ö.